Herzlich willkommen beim Whisky Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Kilbeggan Traditional Irish Whisky. Ja, wenn man sich die Flasche so anschaut, metallischer Schraubverschluss ist am Start und hier steht auch eine Jahreszahl drauf. 1757 gegründet und damit ist Kilbeggan die älteste Whiskybrennerei der Welt. Allerdings damals unter einem anderen Namen gegründet, nämlich Brusna Distillery. Wenn man das jetzt im Vergleich nimmt zur ältesten schottischen Brennerei, Glenturret, 1775 gegründet, ein paar Jahre später. So alt und ehrwürdig wie die Brennerei ist, ist der Whisky hier leider nicht. Das ist nämlich absolute Supermarktware, der liegt preislich irgendwo unterhalb von 15 Euro, hat 40 Volumenprozente, ist gefärbt und kühl gefiltert und hierbei handelt es sich um einen irischen Blended Whisky, sprich ist eine Mischung aus verschiedenen Malt Whiskys mit einem gewissen Anteil Grain Whisky, der industriell hergestellt wird. Altersangabe trägt er auch keine, heißt für mich dem Preis geschuldet, er hat das gesetzliche Minimum an Reifezeit erlebt, nämlich die 3 Jahre. Was erwarte ich mir von dem Kollegen hier? Nicht wirklich viel. Allerdings in der Preisklasse geht es auch nicht um Komplexität. Da geht es eher darum, ist er genießbar, hat er vielleicht noch scharfe Bestandteile oder irgendwelche Fehlaromen. Ja. Ich mag diese metallischen Schraubverschlüsse nicht ganz einfach. Wenn man die zu fest zudreht, dann überdrehen sie. Dann schließen sie nicht mehr richtig und der Whisky kann weiter oxidieren und das tut solche jungen Whiskys oft nicht gut. Ne? Japanische Whiskys haben auch Schraubverschlüsse, allerdings sind das hochwertige Schraubverschlüsse. Gegen die habe ich nichts. Aber Whiskys in der Preiskategorie haben seltenen Korken. Sehr selten. Kommt so eine leicht alkoholische Note, erinnert mich so ein bisschen an Brennspiritus. Zum Grill anschüren. Und bei so jungen Whiskys, die relativ leicht und schwach im Fass gereift sind, einfach weil sie jung sind und bei diesen Blends oft die Fässer 4-5 Mal verwendet werden, da kommt oft der Alkohol einfach durch, weil das Fass nicht so viel Aroma an den Whisky abgibt. Und hinter diesem Brennspiritus ist so eine Holznote. Ich sag bewusst nicht Eiche, weil es holzig riecht. Da ist so eine leichte Nuss drin. Die riecht aber in Kombination mit dieser alkoholischen Note ein bisschen strange. Ja, mehr kommt da erstmal nicht, ne? Frage ist, kommt da überhaupt noch mehr? Leicht im Mund, nicht scharf, nicht brennt. Ja, diese gleiche Nusskomponente mit einer Bitterkeit. Oh, da kommt jetzt ein Karamellbonbon, wer das echte, aber volle Kanne. Ja, so einfach der Geschmack auch ist, dieses Karamellbonbon ist krass. Wer das echte, habe ich immer vom Opa gekriegt. Hat er mich morgens in den Kindergarten gebracht oder in die Schule. Grundschule immer ein wer das echte mitbekommen. Abgang kurz, komplett weg, verblasst, restlos. Klar, ist ein junger Whisky, ne? Da kommt nicht viel. Aber dieses Karamellbonbon war schon geil, ne? Muss ich sagen, also nichts von Schärfe, nichts von Fehlaromen, eine gewisse Bitterkeit, was ist jetzt genau, woher die Bitterkeit kommt oder ob ich sie irgendeiner Frucht zuordnen könnte, wenn, dann würde ich vielleicht sagen, so Birnenschale mäßig. Aber diese Bitterkeit kommt hier in dem Fall wirklich von den zigfach benutzten Eichenholzfässern, wenn die oft genug verwendet wurden, da kommt dann nur noch die Tannine, die Bitterstoffe mit und die hat er hier schon im Geschmack, ne? Es steigt tatsächlich so eine minimale Vanillennote auf, aber nur so ein Hauch. Der Spiritus ist weg. Was jetzt dominant ist, ist diese Holznote mit dieser komischen Nuss. Ich probiere nochmal, wer nichts probiert, lernt nichts.
zarte Vanille. Ja, jetzt diese gewisse Bitterkeit, die da ist. Und dieses Karamellbonbon. Ja, nett. Ja, er ist okay. Wenn ihr Familienbesuch ins Haus bekommt und die wissen, dass ihr Whisky-Genießer, Sammler seid und die wollen unbedingt mal einen Whisky probieren und ihr wollt jetzt nicht eure Schätze dafür hernehmen, dann legt euch so eine Flasche zu, den könnt ihr guten Gewissens anbieten, könnt ihr sagen, es ist ein irischer Whisky aus der ältesten Brennerei der Welt, damit punktet ihr schon mal. Und im Geschmack, vom Geschmack und vom Aroma ist er auch so, dass man durchaus was riecht, durchaus was schmeckt und da jetzt nicht irgendwelche scharfen Bestandteile da sind, dass die Leute das Gesicht verziehen. Ne? Ja, für den Fall könnt ihr ihn euch zulegen. Wenn er im Angebot ist, gibt es ihn echt mal für einen Zehner. Macht man nichts falsch. So, für den Genießer, für den, der sich mit der Materie Whisky schon ein bisschen beschäftigt hat, ist er nichts. Nee, muss nicht sein. Dennoch, ich habe mal besprochen und damit ist das Thema durch. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch bei meinen nächsten Videos wieder einschaltet. Haut rein!